Ja, guten Tag zusammen. Heute wieder eine ganz neue Badewanne hier aus dem Soho-Haus. Ich sitze hier mit... Simon. Ich bin Simon. Ach, stimmt. Ich bin niemand. Ja. Tach. Tach. Tom, du darfst dich ja mit deinem Namen vorstellen, weil ich habe es ja bis heute nicht gelernt, dich ordentlich auszusprechen. Nicht geübt. Ich war jedes Mal betrunken, als wir uns gesehen haben. Da habe ich mir jetzt nicht... Tom Blaschier, ganz einfach. Blaschier. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du dich hier bei mir in der Wanne eingefunden hast. Du bist ja sonst immer nur an großen Sets unterwegs. Von Berlin nach Hollywood, darf man das so sagen? Von Kreuzberg? Hollywood, das ist ja eher eine europäische Produktion. Ich meine, also das ist eine HBO-Produktion, da wird komplett in Europa gedreht. Also ich bin ja da meistens in Irland für... Okay. Weniger in Hollywood. Ich bin froh, dass du Chuckin' Hagar bist, weil zum Beispiel mit einem Bolton, mit diesem Schweinehund, der... Der ist doch geil. Aber das ist so ein Unsympath. Du hast ja zum Glück noch so eine... Ja, gut, meine Rolle ist ambivalenter. Was immer gut ist, egal bei welchem Filmformat, es ist immer gut, wenn eine Figur ein Geheimnis hat. Aber Ramsay Bolton ist doch ein Geschenk, so eine Rolle. Also, Gänsehaut in der warmen Badewanne, wenn ich an den Typen denke. Das sind meine Lieblingscharaktere, Joffrey und Ramsay Bolton. Joffrey und Ramsay Bolton, echt bisher so... Da kannst du mal so richtig schön fies sein. Ach. Aber der Ramsay, ich habe das mal irgendwo auch schon gelesen, der ist auch ein Kumpel von dir. Also ihr habt euch auch schon hier in Berlin getroffen? Oder? Wir haben uns in Berlin nicht mal getroffen, aber wir haben vorher einen Film gedreht. Es war so ein kleiner englischer Low-Budget-Film, Resistance hieß der. Okay. Weißt du schon, ob du, das weißt du erst später, oder? Wann du neue Informationen über deinen Drehplan kriegst? Ich weiß das schon, Simon. Ich kann dir das auch sagen. Das würde ich gerne in dritte Person ich hören. In der Badewanne ertränken. Finde ich auch eine nette Nummer. Wie würdest du mich am liebsten töten? Es gab ja schon die grausamsten Todesarten. Nee, es gab schon alles schon. Erhängen, Köpfen, Vierteilen, Verbrennen. Gliedmaßen abschneiden. Ach. Ertränken war noch nicht, oder? Findest du es ein bisschen schade, dass du nicht so viel Sex hast wie die anderen Schauspieler? Weil du bist ja relativ... Ist eine relativ, ja, entspannte Rolle, ja. Ich sehe das positiv. Ich muss nicht schwitzen am Set. Ja, also, ich meine, du siehst ja nicht mal, wie ich irgendwie Leute umbringe im On. Das passiert ja alles so hintenrum im Off. Und, ich habe dafür, das bequemste Kostüm der ganzen Serie, wenn ich dann in Staffeln 5 und 6 mit diesem Umhang, wo ich natürlich nichts drunter habe. Abschneiden. Ich habe ja anfangs gedacht, wo ich die Bücher gelesen habe, dass diese Hall of Faces, da diese Gesichts, Halle der Gesichter, ich gucke das nie auf Deutsch, deswegen weiß ich immer nie, wie die Übersetzung ist. Halle der Gesichter, dachte ich, das ist Greenscreen und das wird dann hinterher im Computer gebaut, aber die haben es tatsächlich alles hingebaut. Hier lieber auf dem eisernen Thron oder mit mir in der Badewanne als Vater der Bubbles? Jederzeit mit dir in der Badewanne. Ja. Der eiserne Thron ist total scheiße. Also wer auf dem eisernen Thron will eigentlich überhaupt keiner sitzen. Das ist auch immer ein ganz schlechtes Omen. Also wer sich auf den eisernen Thron setzt, der macht es hinterher nicht lange. Also meine persönliche Theorie ist ja, dass George Martin und David Benioff und Dan Weiss, die Produzenten, die sind ja bekannt dafür, dass alle Theorien, die so kursieren, die garantiert falsch sind. Okay. Dass es garantiert anders ausgeht. Also ich glaube ja, dass gar niemand am Ende auf dem eisernen Thron sitzt, weil in der Serie ist das ja so, hat er ja sehr viel Unglück und Krieg und Zerstörung gebracht. Also so von der philosophischen Ebene her würde ich eher denken... Da sitzt keiner drauf. Aber vielleicht sitzt doch Arya drauf. Ansonsten wäre ich für Arya. Wir sitzen zwar im Nassen, aber würdest du auch gerne was trinken? Ich hätte irgendwie... Mario? Das ist eine Werbepause. Glenmorangie Scotch Whisky. Ein Mann möchte einen Whisky. Was für ein Whisky? Einen Glenmorangie. Scotch Whisky. Also... Können uns zurücklehnen. Ich habe dann am Ende noch ein kleines Geschenk für dich. Sehr schön. Die Geschenke sind immer gut. Mhm.
Let's go von Game of Thrones. Ich meine, jetzt geht es sogar weiter mit das ist, glaube ich, eine deutsch-amerikanische Serie, oder? Crossing Lines? Also das war eine Koproduktion mit Frankreich, Deutschland, Italien. Wow. Und ja, das hat Spaß gemacht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Schauspieltraditionen. Also wenn man in Frankreich auf eine Schauspielschule geht, dann ist das was, lernt man ganz andere Techniken oder ist das eine ganz andere Herangehensweise als in Deutschland zum Beispiel. Meine Herren, kann ich Ihnen etwas Wasser nochmal hineinschütteln? Unbedingt. Irgendwie, was machst du mit dem Wasser, Simon? Die Verdrängung, warte mal. Ein bisschen Schaum auch für den Herrn, oder? Was ist das denn? Ah, heiß! Verbrüht. Hier bei ihm auch noch, komm. Weiß, 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 weiß. Ja, warte, warte, komm. Ich bin auch noch da. Ja. Das ist gut so. Ich muss mich mal ein bisschen anders hören. Bist du kitzlig? Weil dann könnte man dir vielleicht irgendwas. Unter der Badewanne. Geht's! Nein! Stopp! Ich habe dich als Tänzer kennengelernt, so muss ich sagen. Wir waren auf der Tanzfläche und da sind wir richtig abgegangen. Aber wir hatten auch schon, wir waren ja auch noch in der GQK Awards. Ah, bei GQK Awards, genau. Ja, da sind wir recht abgegangen. Stimmt. Du lebst in Kreuzberg. Bleibst du in Berlin oder denkst du dann, dass du, ich meine, irgendwie in wärmere Länder oder dann doch Hollywood oder nach der politischen Situation doch dann vielleicht Island? Ja, ich glaube, die Welt ist zu klein, als dass man irgendwelchen politischen Situationen entfliehen kann. Nee, ich bleibe in Berlin. Ich finde es in Berlin total cool. Also vor allen Dingen so als Basis. Berlin ist eine tolle Stadt. Also ich habe noch keine andere Stadt kennengelernt, wo es die Kombination von Großstadt, aber trotzdem so einer Relaxedheit, wie hier wo man so einfach so in der Badewanne sitzt. Ja. Nach deinen größeren Rollen, jetzt hast du dir irgendwas Schönes, Großes geleistet mit dem ersten Geld? Ich habe vorher auch schon mal Geld verdient. habe ich mir was geleistet? Nee, ich bin auch nicht so, also ich brauche, also so Besitz brauche ich gar nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr man so an Besitz anhäuft, desto unflexibler wird man und desto schwerer wird es einfach, sich zu bewegen. Ich habe nur eine ganz kleine Bude in München und alles, was man sich irgendwie anhäuft und Verantwortung dann für tragen muss, macht das Leben schwerer, gell? Tattoos hast du nicht? Nee, kann ich nicht. Also finde ich ganz cool so, aber ich kann mich irgendwie nicht für ein Motiv entscheiden, wo ich mir sicher bin, dass ich das in fünf Jahren, dass ich das noch mögen werde. Ich überlege mir was Hübsches für dich. Du für mich. Hä? Jetzt sag nicht, weil er mal gut ist, dann schlage ich dich. Ich hatte es befürchtet. Sowas wird's nicht. Ah, oh, schau, das ist ein Geschenk für dich. Das ist von unserem Partner, die uns heute das auch ein bisschen ermöglicht haben. Oder auf jeden Fall den Schaum ermöglicht haben. Greetchills, einmal für dich. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Packe ich dann mit trockenen Händen aus. Sind deine Hände auch schon so? Ja, so ein bisschen schrumpelig. Zeig mal. Ja, sollst du mal meine Füße sehen. Ich habe nicht gerade gekittelt, ich habe gespürt, wie schrumpelig die waren. Hier nochmal. Tschüss. Auf die Wanne, auf Tom, unseren herrlichen Gast heute. Und ich bin echt wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass du dann gesagt hast, ja gut, ich bade mit dir. Hat es auch einen guten Grund für. Sehr geil. Vielen, vielen Dank, Tom. Gerne. Hat Spaß gemacht.